Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen der Partei Die Linke, ich bin wegen kurzfristig notwendig gewordenen Terminen, die sich durch die wirklichen Vorwahlen und die Wahlen im Mai abzeichnen, verhindert, dass ich heute bei euch sein kann, um gemeinsam Rosa Luxemburgs und Karl Liebknecht zu gedenken, wie wir es in der Vergangenheit oft gemeinsam getan haben. 2013 war ein dunkles Jahr für die Demokratie in Griechenland. Die Koalitionsregierung von Ministerpräsident Samaras brachte die öffentlich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehanstalt zum Schweigen und fuhr fort, Zerrbilder, Lügen, autoritäre Politik und Repressionen anzuwenden, um sich an der Macht zu halten. Dennoch, 2013 war auch ein Jahr des Widerstands und vom Volk getragener Kämpfe. Ein Jahr, in dem es die Linke weiterhin vermochte, Hoffnung statt Angst und Zukunft statt Vergangenheit zu vertreten. Es ist unsere Pflicht, 2014 zum Jahr der Demokratie zu machen. Unser Ziel ist es, keine Bürgerin und keinen Bürger allein mit der Krise zu lassen. Die Stärkung der vielfältigen Solidaritätsnetzwerke in Griechenland, die Unterstützung von selbstverwalteten Strukturen und die Förderung eines alternativen Modells der Organisation unseres täglichen Lebens. Denn so, wie es in der Erklärung des Spartakusbunds vom Dezember 1918 heißt, der Kern einer Gesellschaft, die wir anstreben, basiert auf der aktiven Teilnahme der Arbeiterinnen und Arbeiter im politischen und wirtschaftlichen Leben. Vor nur wenigen Tagen wurde aufgedeckt, dass die griechische Regierung gemeinsam mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments und Kandidaten für den Posten des Kommissionspräsidenten Martin Schulz entschieden hat, den Besuch des Sonderausschusses des Europäischen Parlaments in Athen zu verschieben, der die Arbeit der Troika in Griechenland und anderen Ländern, die unter den Memoranden der Sparpolitik leiden, unter die Lupe nehmen soll. Unsere politischen Gegner sind in Panik. Sie versuchen jegliche Form der öffentlichen Diskussion über die katastrophalen sozialen und ökonomischen Konsequenzen der Memorandenpolitik abzuwürgen. Sie wollen nicht ihr Image ruiniert sehen und einmal mehr die Stabilität ihrer Kartenhausregierung aufs Spiel setzen, zu einem Zeitpunkt, da Griechenland die Ratspräsidentschaft innehat und Herr Samaras bedeutungslos glamouröse Events der politischen Selbstbeweihräucherung organisiert und nicht willens ist, einen anderen Weg für Griechenland und Europa einzuschlagen. Die Eurozone schlafwankelt so lange in Richtung Desintegration und Spaltung, wie die politische Führung versagt. Das Beste aus dem Spielraum für Verhandlungen und Überzeugung zu machen, den die Währungsunion bietet, um Frau Merkels Spardiktat zu beenden, das ist eine Stärkung der Linken. Für die europäische Linke ist es auf dem Weg zu den Europawahlen die große Herausforderung, den Menschen im Norden der EU deutlich zu machen, dass es in ihrem eigenen Interesse ist, die gegenwärtige Politik zu beenden, die einen Teufelskreis aus Austerität, Rezession, Schulden und Krediten bedeutet. Frau Merkels Europa ist nicht unser Europa. Es ist nur das Europa, das wir verändern wollen. Anstelle eines Europas der Angst vor Arbeitslosigkeit, Armut und Ausgrenzung. Anstelle eines Europas, das die Interessen der Banker bedient. Wir wollen ein Europa, das sich in den Dienst der Menschen stellt. Wir wollen eine demokratische und fortschrittliche Neuorientierung der Europäischen Union. Die Europäische Linke hat die politische Vision und den Mut für einen breiten sozialen Konsens über das programmatische Ziel des Neuaufbaus auf einer demokratischen, sozialen und ökologischen Basis einzutreten. Dies beschreibt den weiten politischen Kontext meiner Kandidatur als Präsident der Europäischen Kommission im Namen der Europäischen Linken. Dadurch wird deutlich, dass es sich nicht einfach um eine weitere Kandidatur handelt. Stattdessen handelt es sich um ein Mandat für Hoffnung und Veränderung in Europa. Und der Mai wird das beweisen. Lasst uns 2014 die Memoranden vergessen machen. Lasst uns den Weg zu Solidarität und Veränderungen in Europa freimachen. Lasst uns unsere Stimmen mit denen der Menschen Europas vereinigen. Und lasst uns durch unsere gemeinsame Kampagne für die Europawahlen und meine Kandidatur eine starke Botschaft der Demokratie senden. Hoffnung wird Angst überwinden. Solidarität wird Unglück überwinden. Ich wünsche euch persönlich und politisch heute eine großartige Veranstaltung und ein gutes neues Jahr
mit viel Gesundheit und Ausdauer für unsere gemeinsamen kommenden Kämpfe. Alexis Tsipras. Weltnetz dann auch einsehbar. Ich möchte jetzt eine Frau ansagen, die mit Europa vielfältig verbunden ist. Erstens vertritt sie wie kaum jemand anders Internationalismus in ihrem Liedgut. Zweitens hat sie für den großen Willy Brandt Wahlkampf gemacht, war auch Sprecherin in der Initiative von Günter Grass für seinen Wahlkampf. Drittens hat sie immer für die Friedensbewegung gegen die Atomraketen Pershing 2 und Cruise Missiles in den 80ern gekämpft. Und viertens hat sie mal einen Grand Prix Eurovision gewonnen. Das ist ja auch für nichts für uns Europa. Herzlich willkommen hier an die große Katja Epstein.